Hallo, heute hier am 10. August 2020. Ich befinde mich hier diesmal direkt im Kellergeschoss. Über mir, man wird es ab und an mal hören können, befinden sich Bauarbeiter im Obergeschoss, die halt die Mauerarbeiten durchführen. Und ich versuche parallel dazu hier im Keller mit der Elektroinstallation voranzukommen, sodass das halt auch mal das Kapitel oder dieses Geschoss hier abgeschlossen ist, damit es dann im Erdgeschoss weitergehen kann. Ich werde versuchen, eben die einzelnen Schritte hier ein bisschen zu dokumentieren. Aber ja, man hat halt auch ein lautes, schweres Gerät. Das heißt, das ist auf dem Video jetzt nicht so ganz ideal. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen mit Zeitraffern oder so arbeiten, mal sehen. Aber ich werde versuchen, dass das eben halbwegs nachvollziehbar bleibt und auch das System oder die Gedanken, die ich mir dabei gemacht habe, versuchen zu erläutern. Grundsätzlich ist es halt so, dass man hier mit so einer Mauernotfräse halt arbeiten kann, oder das bietet sich halt an. Das sind im Prinzip einfach nur zwei Sägeblätter. Da ist halt so ein Mechanismus, dass die jetzt nicht beliebig tief in die Wand eintaucht. Das kann man dann auch einstellen. Und damit fährt man halt die Wand entlang. In meinem Fall, das Hauptproblem ist, dass das ein recht günstiges Modell war. Das lohnt sich halt für ein Haus jetzt nicht, da irgendwie hier ein Profigerät anzuschaffen. Insofern habe ich hier mich für das günstigere Modell entschieden. Das funktioniert grundsätzlich auch ganz gut. Das Hauptproblem ist aber, dass das sackrisch schwer ist. Also da reden wir, glaube ich, von 6 Kilo oder so, und das über der Schulter bis in fast 3 Meter Höhe da irgendwie mit der Leiter und so. Das macht beim ersten Mal Fräsen halt noch Spaß, aber dann irgendwann ist das wirklich anstrengend. Aber gut, da muss man durch. Das klappt schon halbwegs. Bevor man eben diese Kanäle hier in die Wand fräst, muss man auch dort, wo die Dosen eben hinkommen sollen, mit so einem Lochkranzbohrer eben ein Loch bohren. Das geht relativ unproblematisch, also auch das mit einem Schlagbohrer und einem Lochkranzaufsatz. Das muss man halt davor machen, damit man mit diesem Zentrierbohrer in der Mitte irgendwie noch irgendwas hat, um da hineinzubohren. Nachher dürfte sich das deutlich schwieriger gestalten, denn das wirklich richtig zu platzieren. Und insofern ist der erste Schritt halt das Bohren der Löcher, das kann man hier jetzt sehen. Und der zweite Schritt dann das Fräsen der Kanäle. Man hat dann halt, wenn man das gefräst hat, hat man jetzt erstmal hier nur so zwei Schnitte in der Wand. Das muss man dann herausbrechen, zum Teil auch herausstemmen, die Überreste, sodass sich halt hier so ein schöner Kanal ergibt. Idealerweise arbeitet man dabei halt irgendwie mit so Atemschutz, weil das ist schon trotz Staubsauger und so weiter schon eine recht dreckige Angelegenheit und sicherlich nicht allzu förderlich für die Gesundheit, wenn man das alles einatmet. Und man kann ja sehen, was da an Dreck anfällt. Also das alles in dieser Ecke ist jetzt wirklich nur von diesem einen Schlitzchen. Der ist jetzt noch nicht mal so sonderlich breit oder tief, aber man sieht schon, da fällt einiges an und wir haben viele solche Schlitze. Das kann man dann sehen. In meinem Fall, ich will halt mit Leerrohr nach wie vor arbeiten, einfach damit man da im Nachgang irgendwie noch was einziehen oder zusätzlich irgendwie hineinziehen kann. Viele der Kanäle werden am Anfang tatsächlich auch unbenutzt bleiben. Also das sind so ein bisschen Angstdosen und Angstkanäle bzw. Verbindungen zwischen der unteren Installationsebene und der oberen Installationsebene. Ich habe gleich hier abgehängte Decken. Die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, werde ich sicherlich auch in einer ruhigen Minute, wenn das hier mal soweit fertig ist, erklären. Aber man hat halt hier dieses Leerrohr, diesmal kein betonfestes Leerrohr mehr, sondern eins für den Innenbereich, für Estricharbeiten. Das ist günstiger und ist halt nicht so druckstabil, aber in der Wand, wenn das einmal eingegipst ist, da läuft ja keiner herum. Und das setzt man hier eben ein, in Verbindung mit Dosen, wie sie zum Beispiel hier zu sehen sind. Also diese Dosen kann man sehen, das sind halt so Unterputzdosen, die werden hier dann eingegipst. Das muss man halt alles ordentlich irgendwie ausmessen, dass das wirklich schön im Lot bzw. halt in einer Flucht verläuft. Den Schlauch hier verbindet man. In meinem Fall versuche ich das eben in einem Stück, sodass man hier wirklich die Kabel durchziehen kann. Und all das wird eben eingegipst. Wir haben das im Technikraum zum Beispiel schon gemacht. Hier wird es jetzt ein bisschen dunkler werden wahrscheinlich, aber mit der Beleuchtung sollte man das sehen. Also hier zum Beispiel kann man sehen, befinden sich all diese Dosen. Die sind alle zusammen verbunden mit dem Leerrohr. Und das geht dann jetzt in dem Fall hier so rüber in der Wand. Und all das wird nachher halt verputzt. Man muss halt, wie gesagt, schauen, dass das von der Ausrichtung in einer Flucht ist, damit das irgendwie auch optisch ansprechend ist, wenn man nachher hier eine Steckdose macht und hier einen Schalter. Und das ist dann irgendwie kreuzt die quer,
verteilt im Raum, dann fällt das halt schon auf, wenn man irgendwie ein bisschen aufmerksam ist. Und das möchte ich vermeiden. Mir ist sowas dann doch recht wichtig. Insofern werde ich jetzt hier in diesem Schlitz jetzt beispielhaft mal weitermachen hier in der Ecke. Werde eben die Dosen setzen, werde den das Leerrohr einsetzen und all das eben vergipsen und diesen Arbeitsschritt dann irgendwie gefühlte 100 Mal wiederholen und dann bin ich hier mit dem Kellergeschoss mit der ersten Runde fertig. Also da wird dann sicherlich auch noch im Nachgang noch irgendwo anders Bedarf bestehen bei den Treppen für die Treppenbeleuchtung und so weiter. Aber da habe ich jetzt eben noch nicht die genauen Lagepläne, wo das dann zu installieren ist. Insofern bereite ich hier mal ein bisschen was vor. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und eine Sache, die mir leider sehr unpraktisch vorkommt oder sehr undurchdacht, sind diese Dosen hier. Ich habe, glaube ich, von F-Tronic, also das sind keine Kaiser-Dosen, sondern F-Tronic, die waren ein bisschen günstiger. Und das sind sogar luftdichte Dosen, also die haben hier an jeder Öffnung so eine Membran, die man erst öffnen oder halt aufschneiden muss, um überhaupt ein Kabel durchzuführen. Ich habe hier ein M25 Leerrohr. Das ist jetzt eigentlich meiner Meinung nach nicht mal überdimensioniert jetzt für diesen Anwendungsfall. Aber man kann das jetzt hier gar nicht so richtig einführen, in meinem Fall. Man hat auch bei diesen Dosen diese vier Löcher. Man muss schon schauen, dass die irgendwie richtig ausgerichtet sind, also senkrecht bzw. waagrecht zum Boden, weil da ja dann auch Schalter, je nach Schalterprogramm und so, installiert werden und angeschaut werden. Wenn das irgendwie schräg oder schief ist, dann hat man ein Problem. Dementsprechend muss man halt schauen, dass die entweder so ausgerichtet ist oder so. Und in beiden Fällen hat man hier irgendwie, ist das meiner Meinung nach sehr unpraktisch gemacht, die größeren Öffnungen, wo das M25-Leerrohr durchgeführt werden könnte, ist halt nicht. Also hier ist das Schraubloch und das wäre seitlich zu installieren. Das heißt, ich müsste die Dose irgendwie seitlich setzen. Das wäre eher blöd wegen den Schrauben vorne wieder. Und andererseits kann ich, entweder muss ich eben den Leerrohr irgendwie ein bisschen seitlich hinein, blöd zum Einziehen, oder ich nutze diese Öffnungen hier. Die sind eigentlich dafür gedacht, um diese Dosen zusammenzustecken. Und auch dort komme ich mit dem Leerrohr gar nicht so richtig durch. Also auch da muss ich das dann weiträumig irgendwie ausschneiden. Bei jeder Dose, das ist zusätzliche Zeit, die es in Anspruch nimmt. Die Gummimembran schließt dann auch nicht mehr so gut ab. Das heißt, man muss das ordentlich in Gips einpacken, damit das luftdicht bleibt. Und das ist halt ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Kommt mir unpraktisch vor, muss ich gestehen. So, ich habe das Ganze jetzt hier so ein bisschen vorbereitet und zwar habe ich hier ein Leerrohr schon mal auf die richtige Länge eben zugeschnitten. Das ist jetzt auch in einem Stück, das ist für meinen Plan hier, für mein Konzept wichtig. Und zwar ist es so, dass nicht alle Dosen wirklich benutzt werden, am Anfang vor allem. Also das sind so, zum Teil so Angstdosen, beziehungsweise ich habe hier so ein bestimmtes Schema und Konzept eben verwendet. Und diese Dosen, die befinden sich jetzt hier an der Stelle. Und wenn ich da jetzt was einziehen möchte, kann ich das halt über das Leerrohr tun. Und dadurch, dass das jetzt in einem Stück geblieben ist, kann ich diese Dose, brauche ich sie gar nicht weiter beachten. Falls ich jetzt diese Dose verwenden möchte, klopfe ich das halt auf. Also ich werde diese mit Magneten markieren, sodass diese leicht auffindbar sind. Wenn ich jetzt hier eine Dose installieren möchte, klopfe ich da den Putz nachher ab und habe dann eben hier das Leerrohr und kann das dann halt aufschneiden und dann auch hier das Kabel ausführen. Ansonsten geht das halt hier nach oben, senkrecht, geht dann in die Decke und in der Decke wird es dann alles verdrahtet und verkabelt. Jetzt muss man, man sieht schon, das ist jetzt eben hier nur so hereingesteckt. Ich habe halt mal geguckt, ob das so weit hinhaut. Jetzt werde ich ein bisschen Gips anmischen und das dann eben eingipsen. Ich habe jetzt hier nochmal die Unterputzdose und das Leerrohr entfernt, denn bevor man tatsächlich mit den Gipsarbeiten anfangen kann, muss man halt dafür sorgen, dass die Umgebung, in die der Gips kommt, irgendwie staubfrei ist, damit das ordentlich haftet und so weiter. Das kann man natürlich rauspinseln, aufwendig und so weiter. Aber ich glaube, so der Standard-Elektriker-Trick ist irgendwie, da einfach eine Unmenge von Wasser hineinzuschütten. Das schwemmt halt den ganzen Dreck mit raus. Es gibt eine kleine Schweinerei, aber auch in der Baustelle fällt das nicht weiter auf. Und dann klebt da halt einfach der Gips nachher besser. So, zum Anmischen des Gipses braucht man auch wieder Wasser. Ich habe mir hier schon mal so einen Eimer besorgt und vorbereitet. Man kann halt verschiedene Materialien verwenden. Klassischerweise ist das tatsächlich hier so ein Gips. Der trocknet halt sehr schnell aus. In 10, 15 Minuten oder so ist das Zeug trocken. Für die zwei Dosen, die ich jetzt hier
um die ich mich jetzt eben kümmern möchte, ist das optimal. Wenn man jetzt hier großflächig oder mehr Dosen machen möchte, sollte man halt eher Richtung Rotband gehen. Das dauert ein bisschen länger, bis das dann aushärtet. Aber da hat jeder irgendwie so seine eigenen Vorlieben. Man kann das auch mixen und so. Wichtig ist halt, dass das Material irgendwie nicht hier in der kleinen Schüssel schon aushärtet, bevor es verarbeitet ist. Ansonsten spielt das im Endeffekt keine Rolle. Wird nach alles überputzt, sieht man nicht. Und dementsprechend hat man hier genug Freiheitsgrade. Ansonsten mischt man das hier halt einfach in dem Fall jetzt irgendwie in einem Verhältnis von 2 zu 1, wobei das geht alles so ein bisschen nach Lust und Laune und Bauchgefühl. Man muss das halt entsprechend mischen, hat dann irgendwie so eine bisschen klebrige Pampe und die kann man dann verwenden, um eben die Dosen einzugipsen. Ich habe jetzt ein bisschen zu viel Wasser erwischt, also schütte die Gips nach. Also das wird jetzt keiner mit der Waage machen, das macht man so nach der Konsistenz der Masse, die man da anrührt. Und wenn die halt nicht stimmt, dann muss man da ein bisschen nachschütten. Und irgendwann nach ein paar Dosen hat man das dann so im Gefühl, welche Konsistenz die sich bewährt, beziehungsweise wie das eben gut verarbeitet werden kann. Und dann können wir jetzt zum Eingipsen gehen. So, hier das Ganze jetzt nochmal etwas mehr aus der Nähe. Man kann eben den grünen Laser sehen, der verläuft hier an den zwei Schraublöchern vorbei und man sieht, dass das eben gerade ist und nicht irgendwie verdreht ist. Worauf man halt auch achten muss, ist, dass die Dose in etwa 1 cm aus der Wand heraussteht. Einfach damit nachher, wenn das verputzt wird, dass das jetzt nicht zu sehr in der Wand verschwindet. Und ja, ansonsten lässt man das jetzt aushärten und wiederholt den Schritt halt auch bei der oberen Dose, beziehungsweise fixiert auch das Leerrohr irgendwie jeden Meter oder so. Aber grundsätzlich ist das jetzt hier bis auf die Ausrichtarbeiten ziemlich unkritisch. So sieht das Ganze jetzt hier eben von oben aus, da arbeitet es sich eben nicht ganz so schön wie mit der Leiter, also deswegen hat man hier ein bisschen mehr gekleckert, aber das spielt letztendlich keine Rolle. Von der Ausrichtung her, den grünen Laser, das passt ziemlich genau. Die Dose schaut auch 1 cm aus der Wand heraus, ist halbwegs gerade und da mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Ich musste mir hier an der Stelle ein bisschen behelfen und das eben mit einem Stein hier einklemmen, das Leerrohr, einfach damit das irgendwie die Dose nicht immer wieder herauszieht oder verschiebt. Und jetzt muss ich halt warten, bis das aushärtet. Das geht, dauert ein paar Minuten und dann ist das erstmal fix. Ich werde jetzt auch noch das Leerrohr ein-, zweimal hier fixieren, in dem Abstand von einem Meter oder so. Und dann wäre jetzt dieser Kanal hier oder diese Nut hier eben fertig. So, das soll es jetzt erst einmal gewesen sein. In dem Fall waren es jetzt eben 2 Unterputzdosen und das verbindende Leerrohr. Im gleichen Stil geht es hier eben jetzt noch einige Male weiter. Das werde ich jetzt hier im Zeitraffer vielleicht noch ein bisschen dokumentieren. Wir hatten einen Teil der Fräsarbeiten auch eben schon am Wochenende vorbereitet, sodass man jetzt sich hier auf das Eingipsen und auf die Details, auf die Kleinigkeiten, auf das Herausstemmen von einzelnen Stückchen noch konzentrieren kann. Aber grundsätzlich ist das eben immer wieder hier diese Arbeitsschritte oder diese Folge von Arbeitsschritten. Und das kostet einfach eine Menge von Zeit. Das ist jetzt im Detail wahrscheinlich gar nicht so spannend und sobald ich wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen habe, hier zeitlich gesehen, werde ich das Konzept mal insgesamt vorstellen und
euch auch dabei wieder mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.